Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Mavindo. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie Sie eigentlich jedes ATL lokal auf Ihrem Rechner speichern können und diese dann auch verwenden können, wenn Sie nicht online sind. Okay, wir suchen uns eine beliebige Seite raus. Ich nehme jetzt mal meine YouTube-Seite, meinen YouTube-Kanal, youtube.com/mavindo. Ich denke mal, da kann man auch mal vorbeischauen, ist ganz interessant. Und dann klicken wir mit der rechten Maustaste auf ein freies Feld, also nicht jetzt unbedingt in den Flash Player rein, sondern auf ein freies Feld. Und dann klicken wir Seite speichern unter an. Also Rechtsklick, Seite speichern unter. Ich mache das jetzt mal testweise auf dem Desktop. Und dann können wir jetzt den Namen aussuchen. Und dann können wir hier unten anwählen, Webseite nur HTML. Dann bekommen wir nur den Text quasi. Und diese Vorschaubilder hier zum Beispiel, die werden dann fehlen. Oder ob wir alle Dateien runterziehen wollen. Das heißt, er legt uns dann nochmal den Ordner Mavindohof an. In dem Beispiel jetzt. Und da sind dann die ganzen Dateien, die ganzen Skripte und so drinnen. Ich mache jetzt mal alle Dateien, wir werden dann den Vorteil und den Nachteil beider Methoden sehen. Alle Dateien speichern. So, schon fertig. 118 Kilobyte. Ist nicht sehr groß. So, jetzt haben wir hier unsere Datei. Machen wir die mal auf. Okay, wieso habe ich jetzt eine ältere Version von Flash Player? Alles klar. Gut, aber wenigstens funktioniert das hier. Schau mal. Aber ich glaube, er hat mir jetzt wirklich nur die HTML-Seite runtergeladen. So, ich mache nochmal speichern. Alle Dateien muss er jetzt aber Webseite komplett gehen wir mal. So, speicher. So, das dürfte jetzt, ja genau, es sind die ganzen Skripte dabei. Ja, das war die Methode, die ich gemeint habe. Jetzt bekommen wir hier einen MyWindows-Dateienordner und die eigentliche HTML-Datei. Wir haben ja gerade gesehen, da haben diese ganzen Bilder hier gefehlt. Wenn wir jetzt mal aufmachen, jetzt werden diese ganzen Bilder da sein, richtig. Also das ist jetzt logischerweise nicht verfügbar. Also, so, jetzt funktioniert das schon mal. So, jetzt sind wir wieder online. Also, er lädt natürlich nicht das Video herunter. Ich denke mal, das ist logisch. Denn wenn er nur 162 Kilobyte herunterlädt, dann kann da kein Video dabei sein. Gehen wir mal in die MyWindows-Dateien rein. Dann sehen wir jetzt, das sind meine ganzen Abonnenten erstmal, die Bilder da von denen. Komm. Und hier sehen wir dann die Vorschaubilder von den einzelnen Videos hier. Und hier, wie gesagt, das sind diese Skripte. Das ist eine Datenbankdatei, die hat aber jetzt nichts mit diesen ganzen Dateien hier zu tun. Die wird auf unserem Rechner lokal selbstständig erzeugt. Also, das war jetzt die Methode und ich kann ja nochmal schnell. Ich lasse dieses Fenster mal schnell offen. Nochmal, ich mache das jetzt mal wieder so. So, das ist der komplette Download. Und jetzt lösche ich mal schnell die Datei. Übrigens, wenn man den Dateienordner löscht,
Dann wird die HTML-Datei auch gelöscht. Und wenn man nur die HTML-Datei löscht, dann wird der Dateienordner auch gelöscht. Okay. So, das Fenster hier ist immer noch offen. Machen wir mal Seite speichern unter. Und jetzt machen wir mal Webseite nur HTML. Jetzt ist es wieder kleiner und jetzt bekommen wir wieder nur die HTML-Datei. Jetzt funktioniert der Flash-Player schon mal wieder nicht mehr, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil da das Skript fehlt, das hier in dem Dateiordner angeliefert wird. Aha, das ist interessant. Hier sind die ganzen Bilder noch. Aber wo hat er die? Wo hat er die gespeichert? Hat er die noch im Cache oder was? Ja, der hat die wahrscheinlich noch im Cache. Muss mal kurz neues Decoding löschen machen. Nochmal aufrufen. Ja? Okay, gut, anscheinend hat er dann hier einen Online-Bezugspfad auf diese Bilder. Sehr interessant. Okay. Aber man sieht schon, es funktioniert hier der Player nicht. Hier sind diese ganzen Üs und beziehungsweise hier ist es ja ein scharfes S. Ja, nee, also gesagt, hier gibt es leichte Verschiebungen, die nicht mehr ganz normal sind. Konto erstellen, da werden wir jetzt dann auf Sign Up Next gleich mal Windows geleitet. Also, wie gesagt, ich denke mal, wenn man die komplette, also nochmal Seite speichern unter, eine Webseite komplett macht, dann denke ich mal schon, ist das eine gute Möglichkeit, auch offline sich das Ganze hier anzuschauen. Denn diese Seite hier, die ist komplett offline, die ist unabhängig im Moment von YouTube. Natürlich, wenn wir uns ein Video anschauen wollen, dann müssen wir das natürlich wieder online tun, da er das wieder runterladen muss. Okay, ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen und würde mich sehr freuen, wenn Sie mich abonnieren würden. Ciao, Ihr Malwindow.